Und jetzt müssten wir da durchkommen, nehme ich an. Sie hat gesagt, das ist ein Yellow Road. Nee, Road hat er gar nicht gesagt. Dass ein gelber Pfad zu sehen sei. Und irgendwas mit einem blutunterlaufenden Auge und kleiner ist besser als größer. Kein bisschen verwirrend. Wir sollten das da mal rausnehmen und woanders hinschreiben. Oder befreien. So. Also, wir müssen zurück. Runter. Rum. Oh, aber wir können ja von hier aus jetzt hier auch levitieren. Das wäre, glaube ich, ein Ticken einfacher, als ganz zurückzulaufen und dann levitieren und dann wieder. Ne? Also schlafen. Licht an. Schlaf ist uneasy. Das heißt, wir sollten bald. Nee, eigentlich sollten wir jetzt Essen beschwören, sonst haben wir nachher wieder ein Problem. Also IMN. So. Licht. Ich will mein Essen sehen. Bitte lass mich alles aufheben können. Ach ja. Wir lassen unsere Brustplatte jetzt hier. Nein, nicht so weit. Ich wollte nur ganz kurz dich ablegen. So. Ist da noch irgendwas? Nee, das ist alles Schrott. Okay. Licht aus, schlafen. Essen, 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 essen. Schlafen. So. Gucken wir mal. Ich denke nicht, dass es reicht, dass ihn ganz satt wird, aber ist dann halt so. So, du darfst auch wieder mit. Dann hätte ich noch gerne einmal essen. Ah, bist du voll, okay. Dann kannst du jetzt mit. Einmal PK. So, und raus hier. Raus, 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 raus. Hoch. So, da durch. Komm schon, komm schon, komm schon. Da durch. Und da rüber. Jo. Hier ist nichts. Ah doch. Da geht's weiter, okay. Ich hoffe, meine Elementare können nicht fliegen. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich zu der Maze zurück. Aber das ist gerade hier so in der Nähe, das passt schon. Ganz langer Gang. Wo zur Hölle sind wir? Oh, kommen wir gleich bei dem NPC da hinten raus? Ha. Ja, nee, das glaube ich doch nicht. Das ist ein langer Gang, der nirgendwo hinführt. Also ja, soll es geben, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich. Ich denke, hier wird irgendwo zwischendurch eine Geheimwand sein. Und unser Avatar hat ja sonst nichts zu tun. Nö. Hier ist keine Geheimwand. Okay, ich höre was flattern, aber das wird ein Feuerelementar oder sowas sein. Komische Ecke. Nö, nichts. Also einerseits frustrierend, andererseits ganz schick, dass es auch mal einfach nur Sackgassen gibt. Und nicht in jeder Sackgasse eine Truhe steht. So, wir wollen da drüber. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt wieder levitieren holen, ne? Ja, also wir müssen da rüber. An dir vorbei. Komm, geh auf. Geh auf. Schneller, so. Licht aus. Schlafen. PK. Nochmal hochfliegen, diesmal in die andere Richtung. Licht an, PK. So, hoch, 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 hoch.
Komm, schneller. Weiter hoch. Komm runter. So. Und jetzt in die Richtung. Glaube ich. Ja. Oh, oh. Genau, hier nach Süden. Also schon richtig. Und hier ist das... Ah, die gelben Straße folgen. Ja, okay, das macht das Ganze doch relativ einfach. Und wir haben auf jeden Fall die rote, die richtige Krone. Sehr schön. Das Level ist richtig knackig. Ich will nicht wissen, wie viele Folgen ich jetzt schon hier dran verzweifelt bin. An der einen Etage. Komm... hier rum. Ganz schön komischer Weg. Na gut, ich folge einfach blind der Krone. Das wird schon irgendwie hinhauen. Ist ja nicht so, dass wir die von einem Meisterdieb Imp bekommen haben und Imps eigentlich immer ziemlich chaotisch sind und nicht vertrauenswürdig und also in anderen Sachen. Aber wir haben nicht wirklich eine Wahl. Naja, keine Ahnung, wo wir jetzt sind inzwischen. Oh, eine Tür. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Sind wir da, wo ich dachte, dass wir sind? Ja, sind wir. Hier war die Todesfalle. Und mit der Krone kommen wir anscheinend durch. Guti. Öffnen? Okay. Oh. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus, als wenn hier was Gefährliches sein könnte. Schwert. Du bist überall. Du piekst uns mit einem Dolch. Ernsthaft? Okay. Oh, das ist mehr als ein Dolch. Wir haben bisher kein einziges Mal getroffen. Aha, getroffen. Oh, oh. Ja, nee. Taktischer Rückzug. Tür schließen. Schlafen. Lalala. Schlafen. Und ich denke mal, wir sollten die Krone wechseln. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht instant sterben oder so. Okay. Also, rein und einfach draufhauen. Oder wir könnten an ihm vorbeilaufen und gucken, ob wir irgendwo etwas finden, was ihn schwächt. Also irgendeine Quelle der Macht, die wir dann kappen können. Aber erstmal einfach nur draufhauen. Da ist der Orb zum Beispiel. Ja komm, Orb. Cannot use that. Wo ist... Da bist du. Bumm. Das war keine gute Idee. Also ich weiß jetzt nicht, ob das der Rock hier war, den wir gegen ihn aufgelegt haben. Oder einfach nur Zufall, dass wir gerade von einem mächtigen Zauber von dem Typ getroffen wurden. Aber es tat auf jeden Fall weh. Okay. Wir müssen hoch. Die Krone. Ja, die müssen wir auch im Inventar behalten. Aber die Schlüssel können wir mal wegstecken. Noch was zu essen hier? Nein. Dann einmal schlafen. Sleep is uneasy. Okay. Dann das alte Essensspiel. Alles weg. I am N. Wow. So. Dann keinen Platz für Essen haben. Njam. So. Aber was machen wir gleich? Machen wir genau dasselbe nochmal. Es scheint recht viel Schaden austeilen zu können. Und wir können nicht zaubern bei ihm. Also wir können uns nicht gegenheilen. Was ziemlich garstig ist. Ich denke, es wird einfach nur Zufall gewesen sein mit dem Orb. Wir versuchen nochmal reinzulaufen.
Also erstmal jetzt essen, schlafen, levitieren, hinlaufen, Krone aufsetzen, durchs Labyrinth laufen und so weiter. Bevor wir dann reinlaufen, abspeichern. Und dann werden wir versuchen, den Orb einfach nochmal gegenzuschmeißen. In der Hoffnung, dass wir dadurch zaubern können und halt gegenheilen. Weil das macht schon sehr, sehr viel aus. Essen? So. Dich hätten wir auch gerne wieder. Dann hätten wir gerne Picker. Picker. Das war knapp. So. Dann hätten wir gerne Licht. Und gehen den doch inzwischen recht auswendig gekonnten Pfad zu der Lavagrube. Genau. Alle Türen sind wieder zu, weil wir die Etage verlassen haben. Klick. Darum, 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 darum. Krone aufsetzen. Oft würden wir wahrscheinlich irgendwo jetzt abkürzen könnten, weil wir den Weg schon kennen, oder? Ja, können wir. Also wir... Obwohl, warte mal. Nee, der geht gar nicht dadurch. Okay. Wir können nicht abkürzen. Also... Dem gelben Pflasterstein folgen. Zim, zim, zim. Da. Oh, oh, oh. Aber was genau hat das jetzt mit dem anderen Hinweis von dem Imp auf sich? Achso, kleiner ist besser. Vielleicht, weil hier noch so ein ganz kleiner weißer Stein auf der Krone war und nicht so ein riesenrotes Ding oder dieses grüne Zeug. Und Bloodshot könnte auch rot gewesen sein als Hinweis. Ja, also alles, was der Imp gesagt hat, war wirklich nur für die Krone und nicht dafür, dass hier irgendwas ist. Aber gut, ich speichere jetzt kurz ab. Save Game. Da. So. Oh, da ist er ja schon. Na, hallo, Freund oder so. Ja, benutzen. Ja, gut. Da ist ein Schrein der Magier. Oh, 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 oh. So, wir hätten jetzt gerne I, B, M. Hätten wir gerne ein Schwert in der Hand und keine doofe Krone. Jetzt töten wir den Bastard. Wenn wir ihn finden. Da ist er. Und fliegt in einer recht nervigen Stelle. Oh, komm her. Ich will nicht Mana für Picker ausgeben müssen. Werde ich aber wohl. Ah ne, er kommt runter. Sehr entgegenkommt. Komm, ich will dich ein, zwei Mal treffen, um zu gucken, wie viel Schaden du kriegst. Gelb. Du bist nur ein Magier, du darfst nicht viel aushalten. Heilung. Rot, ja, sehr schön. Solange jetzt nicht irgendwie das ganz, ganz mächtige auf einmal zaubert, ist alles gut. Komm, 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 komm. Wirst du wohl mal treffen? Ein Ticken näher ran oder so? Da ist doch was faul. Also müssten da genug dran sein. Und dass da oben schwebt, ist auch nicht das Problem. Da kommt jemand. Aha. Oh, Heilung, Heilung, Heilung. Und der flieht. Komm. Shift J, Shift J. Nicht mit mir, Junge. Nicht so. Nicht genug für eine Heilung. Oh, 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 oh. Das könnte eng werden. Der war roten. Ah.
Das ist jetzt wirklich nicht so schön. Aber du kommst mit, wenn wir es denn tragen dürfen. Du kommst mit und Inzens? Können wir nicht mehr tragen. Okay, erstmal speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.